Wie ein an Vakanz fährt, soll du denken, für sein Duheim für einen Abbrecher zu sichern. Es soll in seinen Opern Bescheid sein, dass er fortfährt, an ein Stehlucht mit Zeitschalter installieren, für das er Fremde mengt, für eine Arena am Haus, wenn all das Ludo geht. Ein voll Briefküste weiß dem Abbrecher aber auch, dass schon lange kein Duheim war. Dafür hieß es das zu vermeiden, und du könnt Post mit ihrem Service de Garde anspielen. Der Service de Garde sieht einen Briefdreher, dass ihr nicht daheim seid, sodass diese kein Kurier für euch austritt. Den einfachsten Weg für den Service de Garde anzufragen ist den über den www.iservices.lu von der Post. Hier müsst ihr euch als erstes anschreiben und die Adresse kontrollieren lassen. Da ihr bis gemacht kriegt ihr an den nächsten 3 Tagen einen Code geschickt. Diesen müsst ihr dann auf der Internetseite angehen, für eure Adresse zu konfirmieren. Als nächste Etappe muss der Ugin von wenig und ihre Kurier nicht mehr soll ausgeliefert gehen und noch wie lange das ihr Post soll gesammelt gehen. Das geht von Minimum einem Tag bis 2 Monate. Wenn ihr darum zurück aus der Vakanz seid, tut ihr die Chance für eure Korrespondenz all mit den Nähe vom Briefträger ausgeliefert zu kriegen, respektive ihr geht eure Kurier selber auf das Postbüro, den im Internet seid, Ugin aus sichern. Es muss ihnen sich allerdings bewusst sein, dass dieser Service auf verschiedene Delay gewonnen ist. So soll ihnen der Service de Garde, ob man es 3 Tage eher die Fahrt fährt, aufruhen. Für eine Re-Expedition von seinem Kurier unzufrohen, wenn ihn zum Beispiel plänert, muss ihn dieselbe Stimmmarschen erholen wie beim Service de Garde. Mehr Informationen zu diesem nützlichen Service kriegt ihr an das Postbüro, wo ihr das auch könnt aufruhen. Oder natürlich im Internet um www.iservices.lu. Vergesst also nicht, den Service de Garde anzufrohen, wenn ihr fortfährt. Und gönnt doch so eurer Briefküste ein bisschen Vakanz.